Darmkrebs ist eine Krebsart, wie der Name schon sagt, die den Darm befällt. In der Regel ist es Dickdarmkrebs, das heißt der letzte Abschnitt unseres gesamten Verdauungstrakts, der ja beginnt praktisch im Mund und aufhört mit dem Dickdarm. Und aus verschiedenen Gründen findet Krebs vor allen Dingen im Dickdarm statt. Das hat einerseits damit mit der Funktion des Dickdarms zu tun, das heißt, da wird die Speise verdickt und dann entsprechend, wie wir das alle kennen, als Kot ausgeschieden. Und dort kommt es am ehesten auch immer wieder zu kleinen Entzündungen, zu kleinen Veränderungen. Und deswegen ist der Dickdarm deutlich anfälliger für Tumore als der Dünndarm, wo die Speisen relativ schnell und relativ ungehindert durchgehen. Dickdarmkrebs ist eine der häufigsten Krebserkrankungen. 50.000 bis 60.000 Menschen erkranken jährlich in Deutschland und Männer und Frauen sind in etwa gleich betroffen. Dickdarmkrebs wird ausgelöst durch wahrscheinlich einerseits familiäre Belastung. Es gibt den klassischen familiären Dickdarmkrebs, da sind die Erkrankten deutlich jünger. Oder aber eben durch Ernährung, durch chronische Entzündungen im Dickdarm, wo es dann zu Schleimhautveränderungen kommt, die mit der Zeit bösartig werden und dann eben zu Krebs mutieren. Bei Darmkrebs muss man unterscheiden zwischen familiärer Belastung und genetischen bedingten Darmkrebs. Die familiäre Belastung ergibt sich dadurch, dass andere Familienmitglieder auch an Darmkrebs erkrankt sind. Dadurch hat man eine etwas erhöhte Chance, Darmkrebs zu bekommen. Oder eben bestimmten Krankheitsbildern, wir nennen die familiäre Polyposis zum Beispiel, wo der Dickdarm von vornherein verändert ist und viele, viele Polypen bildet. Polypen, die dann sich verändern können zu Dickdarmkrebs und dadurch erkranken diese Menschen deutlich früher. Das ist in der Regel bekannt und wird dann auch in der Regel somit viel intensiver beobachtet bei diesen Patienten oder eben Betroffenen von dieser familiären Häufung. Und da versucht man halt frühzeitig zu schauen, gibt es hier eine Entartung oder was passiert hier. Bei anderen Menschen ist es eben so, dass die Darmkrebsvorsorge, das ist ja keine Früherkennung, sondern tatsächlich Vorsorge, weil man Vorstufen im Darm entdecken kann bei der Darmkrebsspiegelung. Und diese Vorstufen, die ja noch kein Krebs sind, von denen man aber weiß, dass sie in einer hohen Wahrscheinlichkeit sich zu Krebs entwickeln, entfernen kann. Anders als bei der Mammographie, also bei der Brustkrebsfrüherkennung, handelt es sich hier wirklich um Darmkrebsvorsorge. In Deutschland haben die Möglichkeit, an verschiedenen Krebsfrüherkennung und Krebsvorsorgeprogrammen teilzunehmen, unter anderem eben auch bei Darmkrebs. Deswegen gibt es die Darmkrebsvorsorge. Und wie gesagt, Vorsorge heißt, ich habe Vorstufen von Krebs, die ich finde und entfernen kann. Und damit kommt es gar nicht erst zum Darmkrebs. Die Vorsorge oder Früherkennung kann ich natürlich eigentlich immer machen, aber staatlich organisiert und auch bezahlt wird sie ab dem 50. Lebensjahr. Bei familiärer Belastung ist es natürlich anders, insbesondere bei der familiären Polyposis. Da kann es schon sehr früh, kommt es dann zur Überwachung und zu Kontrollen. Aber ich sage mal so, für die meisten Menschen, die das ja nicht haben, gilt, ab dem 50. Lebensjahr können sie zur Früherkennung bzw. zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Und dann, wenn die unauffällig ist, wenn man also keine Vorstufen findet, dann hat man erstmal 10 Jahre Zeit bis zur nächsten Früherkennung bzw. Vorsorge. Und ich wünsche mir, dass Sie zur Darmkrebsvorsorge gehen. Denn die Darmkrebsvorsorge ist eine einfache Untersuchung und sie erspart Ihnen eine schwerwiegende Erkrankung.